Heute ist der 28. Februar. Bis zu diesem Tag musste es gelingen, die Bank entweder zu verkaufen oder abzuwickeln. Es ist gelungen, Käufer zu finden. 1 Milliarde Euro gehen an die Länder Hamburg, Schleswig-Holstein. Damit wird das düstere Kapitel der HSH Nordbank zwar nicht beendet, denn die Schulden bleiben, aber mein Ziel war es, das Landesvermögen so gut es geht zu schützen, und das ist mit dem Kaufvertrag gelungen. Heute ist kein Tag der Freude, sondern ein Tag, an dem wir zu unserer Verantwortung stehen. Viel Arbeit liegt hinter uns und wir werden die nächsten Monate nutzen, damit der Schlussstrich dann auch endgültig ist, und zum Schluss müssen dann die Schulden, so bitter es ist, in die Landeshaushalte überführt werden.